Hallo, meine Lieben. Ich habe mir diese Zitronen als Topflappen gehäkelt. Nun fehlen mir dafür noch zwei Blätter. Und wie ich diese mache, möchte ich euch nun zeigen. Ich habe Baumwolle verwendet und eine Häkelnadel Nummer 3. Mit der Wolle schlage ich nun 13 Luftmaschen an. In die erste Masche mache ich eine Kettmasche. Danach folgen zwei feste Maschen. Dann kommt ein Stäbchen und noch ein Stäbchen. Danach folgen zwei doppelte Stäbchen. Dann kommt wieder ein Stäbchen und zwei feste Maschen und am Ende wieder die Kettmasche. In dieselbe Masche arbeiten wir nun zwei feste Maschen hinein, so dass wir eine Rundung bekommen und das Ganze von unten auf die gleiche Weise wie auch schon oben behäkeln können. Die festen Maschen und das Stäbchen oder zwei Stäbchen, zwei doppelte Stäbchen, wieder die Stäbchen, die feste Masche. Es muss nicht 100% nach derselben Maschenanzahl sein. Wichtig ist nur, dass an den beiden Enden jeweils die Kettmaschen sind, dann die festen Maschen und die Stäbchen zur Mitte hin und ganz in der Mitte die doppelten Stäbchen, so dass das Ganze bauchig wird. Wenn wir am Ende angekommen sind, können wir den Faden großzügig abschneiden, damit wir ihn haben zum Vernähen. Für meine Zitrone brauche ich zwei Blätter in unterschiedlicher Größe, deswegen habe ich noch ein Blatt aus 17 Luftmaschen gearbeitet. Dieses wird auf dieselbe Art gearbeitet, nur dass mehr Stäbchen und mehr doppelte Stäbchen gemacht werden. Und damit sind meine Blätter fertig zum Annähen. Und so sehen sie zum Schluss aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, eure Jule.